den Termin mit unseren, Anwälten. Die wollen da irgendwas machen. Ich habe meine Kollegin, die Frau Schlüter, die hatte beim Amtsgericht angerufen und nochmal kommen. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Wir wollen natürlich die Geschichte nicht einseitig darstellen irgendwie. Ich habe Termine und um Fristen zu halten. Das ist mein Schluss. Ich will nicht erkannt werden und schlimmen Namen genannt. Genau, ja, das ist klar. Nee, das ist klar. Nee, aber dann, das wäre halt noch eine Option, dass ihr irgendwie mit ihrer Personalchefin reden müsst. Sie hat gerade angerufen, sie brauchen nicht unten stehen, sie können ruhig hoch. Bitte! Auf dem Vordach hier standen. Das sind einfach Erinnerungsstücke an die Mutti. Die hat die gesammelt, das war ihr ganzer Stolz gewesen. Und ja, das gehört einfach dazu. Das ist einfach, die Leute fragen mich, was ist denn mit euren Zwergen los? Ja, sag ich, sind abgeräumt. Kann ich ihnen auch nicht sagen, was jetzt los wird. Was ist denn? Gar keine Begründung. Das Einzige, was er will, ist mir weh zu tun, sonst gar nichts. Er hat überhaupt gar keine Begründung. Er hat schon vor Wochen hat er angedroht, es würde sich hier viel verändern und alle Zwerge kommen ab. Ich werde es schon sehen. Und das habe ich eigentlich nicht für bare Münzen genommen, weil ich habe gedacht, es ist ja auch seine Mutter. Ja? Warum will er so das Andenken von seiner Mutter da wegmachen? Ja? Und dann hat er es ja am 21. September hat das ja dann angefangen zu machen. Und hat dann auch weiter gedroht, dass er den Rest auch noch wegräumt. Ich werde es schon sehen. Wenn Sie das jetzt vom Bild hier gesehen? Es tut weh, es ist wie ein Kahlschlag. Es fehlt was. Ja, es ist einfach, die Zwerge lächeln nicht mehr auf einen runter. Ja, das ist einfach unbeschreiblich, das Gefühl. Und bitte. Da fällt alles ab. Frau Isli, die so verrottet da liegen Sie? Ja, das sind die geliebten Erbstücke meiner Mutter. Und jetzt liegen sie hier in Säcken, im Keller und verrotten. Die Mutter wird sich im Grab rumdrehen, dass ihr Andenken so lädiert wird. Ich weiß es nicht, was ich noch sagen soll.
gehen. Und bitte. Schauen. Wie ich gerade sagen wollte, ich habe eben den... Irgendwann hat uns mal jemand... Ja, wie gesagt, das ist der Grund, warum weil ich freigesprochen worden bin. Ja, ja, ja. Warum das da jetzt mit dem Parken angefangen hat. Im Autopark, wo man rein und rausfahren parkt, kann. Genau, genau. So hat man zu parken. Ja. Ja, das ist nicht so wichtig. Ja. Das muss man mit Frau Pollock. Nee? Am 23.03.2010. Das war wahrscheinlich im Keller. Ja, das war, wo er dich genötigt hat, wo er dich nicht die Treppe hochgehen lassen wollte. Ach ja, wo die Marianne und die Frau Pollock da waren. Und dann kam ich durch die Haustür, wo er dann meinte, komm her, ich hau dir auf der Mauer. Paniken, Angstattacken größtenteils im Griff zu halten. Und was, also wie äußern sich diese Panikattacken? Was passiert dann? Dann kriegt man extrem... Ja. Mhm. Also meine schlimmsten Erfahrungen mit meinem Onkel waren die, dass er nachts, als ich nach Hause kam, mit der Axt im Treppenhaus stand, mich bedroht hat, morgens dasselbe gleich nochmal mit meiner Mutter, die im Treppenhaus stand, mit ihrer Bekannten. In 2011, dass er mich mit dem Messer im Treppenhaus angegriffen hat. Ja, gut. Das ist dann vor Gericht gegangen. Ich wurde freigesprochen, weil ich mich verteidigt habe. Aber es ist wie gesagt eine Odyssee mit dem Kerl und ist ohne Worte mehr. Da fällt mir auch wirklich nichts mehr zu ein, außer zu sagen, der Typ, der ist. Er versucht, meiner Mutter wie mir konsequent irgendwie zu schaden. Sei es Gerüchte zu verbreiten, und das ist ja noch milde, das kann man ja noch ja, irgendwo ignorieren, aber wenn es dann darum geht, dass man konsequent von jemandem bedroht wird, ja, dass man nicht durchs Treppenhaus gehen kann, ohne dass er rauskommt und einen bedroht, sich in den Weg stellt, konsequent diese Sachen, die er macht, sind nicht tragbar. Ich kann das Haus nicht betreten, obwohl es vom Familiengericht so vor der Richterin gesagt wurde, ich habe das Besuchsrecht, ich kann hierher kommen und er hat mich in Ruhe zu lassen. Genauso wie ich ihn in Ruhe zu lassen habe. Es funktioniert nicht. Er lässt mich effektiv nicht in Ruhe. Ist er auch körperlich angegangen? Es ist ja so, dass meine Mutter mich anruft, wenn sie in den Garten geht, die Hunde rauslässt, dass ich mithören kann, wenn was passiert. Ich meine, klar, in dem Moment, wenn was passiert und ich hoffe, dass das nicht passieren wird, weil das wäre... Naja, gut. Mulmiges Gefühl kann man sagen, weil, wie gesagt, der Mann ist zu vielem fähig. Dann komme ich abends nach Hause, dann hat er schon wieder hinter der Türe rumgepöbelt und mich beleidigt. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, geh du mit mir runter mit den Hunden. Es ist dunkel, ich habe Angst. Und wir kommen auf die Terrasse. Mein Mann, der hat Knieprobleme, der ist langsamer gegangen. Und ich gehe auf die Terrasse raus und fliege hin. Da war die Terrasse ein gefrorener See gewesen, ja. Da wurde dann nachmittags Wasser ausgeschüttet und